Du sammelst hier weiter auf. Und hier auch. Und dann bauen wir, dann warten wir, bis wir genug Kreuzer haben, um den Generator zu zerstören. Wir sollten vielleicht auch ein Waffenlager bauen. Haben wir eins? Nein, wir haben keins leider bekommen. Damit wir Upgrades für die Kreuzer erforschen können. So. Haben wir zuerst einen Kreuzer. Wir haben zwei. Ja, bauen wir einen Kreuzer noch ein. Warten wir noch auf das Gas und dann Kreuzer bauen. Also die ganzen Einheiten, die wir bauen, brauchen schon sehr, sehr, sehr viel Gas. Also da braucht man sich keine Illusionen machen. Ich muss euch noch nachschauen, wie ich genau meine Basis schützen werde. Probieren wir es mal mit denen. So, eine Gruppe. Feuer frei für eure Yamato-Kanonen. Ein paar Treffer werden alles in Schutt und Asche legen. So, wir schauen, dass wir gleich zu dem komischen Generator durchkommen. Ah, wir sollten eigentlich die Yamato-Kanonen nehmen hier. Das Problem ist, der nächste Generator geht gleich bis hierher. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch da gleich in Verzug kommen. So, dann bauen wir noch ein Forschungsschiff. Das ist hoffentlich eh gleich fertig. Hallo? Sehr gut. Die Taldarim haben all jene, die gegen sie sind, gefangen genommen. Befreit uns und wir werden mit Freude an eurer Seite gegen sie kämpfen. Ja, das klingt nach einem Deal. Werden wir hier mal aufräumen. Okay, lassen wir das. Das geht sich schon aus irgendwie. Machen wir nur reparieren und dann sollte das kein Problem sein. Gut. Wie kriegen wir die Sachen eigentlich rüber dann? Hier. Muss ich da jetzt extra ein Medivac bauen? Das ist aber nicht so toll. Toll aus, oder? Aber ich brauch schon relativ viel. Halleluja. Relativ viel. Was ist das? Relativ viel Kohle. Vor allem Gas. Taldarim werden für ihren Verrat bezahlen. Forschungsschiff. Zuerst das Versorgungsdepot. Aus der Bahn!
Gott sei Dank können wir uns die gut leisten, weil wir genug Mineralien haben. Irgendwo muss ja da ein WWF sein. Bauen wir eine Kommandozentrale. Wir sind durchgekommen. Aber wir haben sowieso einen. Naja, passt. Die sollte man nämlich immer abfangen. Ja klar, deswegen. Die können wir auch befreien. Ah, die stellen wir wieder rüber. Wir werden die Teildarim mit euch jagen. Gut, das haben wir schon mehrere solche. Hey, das sind Kreuzer. Das lasse ich mir doch nicht bieten hier, oder? Hey, wir haben keine Mineralien. Das ist mal was Neues. So, wie kommen die hier? Ah, mit denen kann ich die Mineralien einsammeln. Das ist cool. Im Namen der Lehre. BBF bereit. Faszinierend. Und die hier auch gleich. Und die hier können wir folgendes einsammeln. Da hier. Ich bin die Klinge von Shakuras. So. Das ist cool. Das gefällt mir. Und wir werden noch einen Viking bauen, weil da auf den Klippen viele Ressourcen liegen. Da komme ich ja anders nicht hin. Oder brauche ich gar nicht. Blödsinn. Ich brauche keinen Viking. Ich nehme einfach meinen Medivac, der ist hier irgendwo. Und nehme Dings und dann landen wir hier aus. Und raus mit euch. Schlechte Neuigkeiten? So. Und da wir Kohle brauchen, sehr schön, oder? Wieder zwei große Kreuzer bauen. Ja, so gefällt mir das. Retten wir ein paar Leben. Dunkelheit. Ja, sind die anderen? Ich füge mich. Wo ist der? Ja, ja. Mineralienfeld erschöpft. Aha. Ah, da kann ich nicht hin. Jawohl. Egal. Hier ist Endstation. Gut, wie weit sind die? Dann bauen wir noch ein Forschungsschiff und einen Haufen Versorgungsdepots. Okay, da reicht eins. Können wir uns gleich merken. Was liegt hier noch? Das bekommen wir nicht so leicht. Hey, dunklen Tempel sind auch lustig. Die werden wir auf jeden Fall auch verwenden. Aber ich glaube, den können wir nicht erreichen, weil irgendwie dann böse Kanonen stehen. Gar nicht, ich bin gar keine Kanonen. Dann machen wir mal das kaputt. Hey, cool. Aber da hinten steht einer. Das aus, ich da rundherum komme. Das kann ich. Sie wünschen. Basis wird angegriffen. Oh,
ebenfalls nicht so gut. Da haben wir nämlich 3 von den 6 verloren. Komm ich da rauf, oder? Jawohl, da komm ich rauf. Wie cool ist das denn? Gut. Was können wir hier machen? Wie cool ist das denn bitte? Die Schutzkammer. Wir sind dem Artefakt sehr nah. Macht euren Frieden mit den Göttern, Sünder. Nun werdet ihr für eure Frevel zur Rechenschaft gezogen. Dieses Protoss-Mutterschiff ist beeindruckend, Sir. Unsere Scans zeigen an, dass es dazu in der Lage ist, Verbündete zu tarnen. Außerdem kann es Feinde für kurze Zeit in eine andere Dimension verbannen. Ja, das kennen wir schon aus den Protoss-Missionen, nicht? Ich bin lediglich... Generalienfeld erschöpft. Im Namen der Lehre. Ich füge mich. Ja, kann ich raus. So, wie geht das hier? Da kann ich nicht vorbei. Schauen wir mal, ob ich hier vorbei kann. Nein, das geht sich auch nicht aus. Oh, oh, oh. Gut, dann müssen wir das wohl mit den Kreuzern lösen. Oh, nein, so nicht. Ich füge mich. Dann bauen wir noch Kreuzer und ein Raumschiff-Dingsbums, Forschungsschiff-Dingsbums. Und wir nehmen unsere Sonden mit rüber. Bestätige optischen Empfang. Bestätigt, Sir. Ah, grüße, Commander. Meine Klingen dürsten nach Rache. Na gut. Jetzt habe ich leider meine ganzen dunklen Templer verloren, wenn ich nicht aufgepasst habe. Aber macht ja nichts. So, da ist noch ein Böser. Den machen wir, glaube ich, als erstes. Wir haben zu wenig Forschungsschiffe. Ja, sehr gut. Dann gehen wir hier einladen. Na, das ist egal. Das sieht schon aus hier. Nein, haben die jetzt meinen Raumhafen zerstört? Das ist natürlich nicht so toll gewesen. Hier einen neuen Raumhafen bauen. Das ist eine gute Frage. Einsteigen oder aussteigen? Sehr fein. Starten. Techlaborbahn.